Mike, grüß dich. Servus, liebe Zuschauer. Grüß euch, Salongespräch 154. Herzlich willkommen. Thomas, in dem Sinne, sei herzlich willkommen und ein herzliches Willkommen an die Zuschauer. Ja, liebe Zuschauer, als Hinweis zu Beginn haben wir in der Beschreibung, da müsst ihr unter dem Video auf Mehr ansehen klicken und dann seht ihr jetzt aktuell aus aktuellem Anlass die Termine für unser Salongespräch live. Ja. Und darunter auch noch der Verweis zu Illusion Spielzeug der Wahrheit, was wir hier auch immer wieder ansprechen. Und Mike, du hast noch eine Bitte an die Zuschauer, beziehungsweise nochmal Hinweise wegen Salongespräch live. Genau, danke erstmal für die Einleitung und ja, genau so ist es. Ich hatte auch wieder in den Kommentaren ein paar Dinge gelesen zu den jetzt anstehenden Salongesprächen, die wir ja live vor Ort in verschiedenen Locations in Deutschland und in Österreich stattfinden lassen. Und da war vielleicht das eine oder andere unklar, weil da verstanden wurde, wir würden da nur beide uns hinsetzen und eine Stunde sprechen und dann wieder nach Hause fahren. So ist das natürlich nicht, sondern wir geben da ein Live-Gespräch, ja, aktuell zu dem jeweiligen Zeitpunkt, was gerade thematisch passt. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wir eine Konversation mit allen Teilnehmern haben wollen. Das haben wir in den vergangenen Salongespräch live genauso gehabt. Und das wird dann im Prinzip so etwas wie einen Zeitraum von 5 Stunden geben, wo man maximal miteinander den Tag verbringt. Da sind auch Snacks und Getränke, Pausen zwischen. Und jeder, der Interesse hat, ist da herzlich willkommen. Also es ist kein Monolog, den wir da haben, sondern ein Dialog. Und was kann ich noch sagen? Ja, das ist der entscheidende Punkt. Und wenn jemand Interesse hat, bitte, so wie Thomas gerade erwähnt hatte, schaut in der Rubrik nach und schickt dann, da seht ihr eine E-Mail, eure Anfrage und dann kriegt ihr detaillierte Informationen zur Anmeldung. Da wir nur begrenzten Raum haben, beziehungsweise nur so und so viele Zuschauer zu uns kommen lassen können, ist es gut, wenn man sich rechtzeitig da meldet. Das ergibt sich einfach, will ich vielleicht nochmal dazu sagen, aus dem Format. Wie der Mike schon ganz richtig sagt, es war auch waren tolle Gespräche, Diskussionen, Beiträge, Hinweise, auch für uns neue Gedanken mit den Menschen zusammen, die uns zugehört haben zuvor im Salongespräch vor Ort. Das ist natürlich nur bis zu einer bestimmten Anzahl von Leuten überhaupt geht, dass Das ist man auch noch dieses das ist Gespräch auch ein Punkt, hat. der das mit forciert. Und wenn, Noch eine Kleinigkeit, ja. bevor ich das vergesse. Speziell auch an die neuen Zuschauer, die wir ja jede Woche glücklicherweise sammeln. Da kommen ja immer noch ein paar Ja. dazu. Wenn der Inhalt unserer Gespräche bei jemandem ankommt, bitten wir darum, Like dazulassen. Aber das Wichtigste ist teilen. Ja, jedes bisschen teilen vergrößert wieder den Rahmen der Möglichkeit, dass der eine oder andere vielleicht da auch mal drüber nachdenkt, der vielleicht jetzt noch im weniger oder noch im, sagen wir mal, gewissen Teil im Schlafmodus ist, wird vielleicht ein bisschen mehr geweckt. Das macht auf jeden Fall Sinn und darum würde ich bitten oder wir Danke, bitten. Mike, da nochmal für den Hinweis, genau. Und wie gesagt, es ist uns beiden wichtig, haben wir gerade kurz vor der Aufzeichnung nochmal angesprochen, nicht irgendwie stumpf abonnieren und teilen, sondern wirklich nur, wie es der Mike gerade gesagt hat, wenn ihr wirklich einen Mehrwert drin seht und auch sozusagen jemanden was Gutes tun wollt, dem ihr das als Link zukommen lasst. Ja, liebe Zuschauer, das wissen wir beide, Mike und ich, da klar gibt es immer wieder Themen, die sich auch hier immer wieder neu ergeben und neu angesprochen werden, aber dann doch irgendwo sich wiederholen. Aber ich kann es nicht lassen. Ja, es geht, eine der wichtigsten Fragen ist ja immer die Geduld, ja, auch in unseren Salongesprächen. Ja, ich erlebe auch Menschen, die sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr. Ja, also da kommt nichts mehr, das wird nichts mehr. Ja, da können wir warten, wie wir wollen. Die machen einfach weiter. Das gibt es auch. Und das kann ich auch verstehen. Ja, und die Drehzahl wird immer höher. Das ist unbestritten, also für mich zumindest. Der Irrsinn wird immer irrsinniger, wo man wirklich Steigerungsformen sieht, die man vorher nicht, immer noch nicht für möglich gehalten hat, wo man eigentlich schon einiges hinter sich hat jetzt in den letzten Jahren.
Und worauf ich hinaus will, es wird halt jetzt wirklich immer deutlicher, dass verschwiegen wird, zum Beispiel auch Kriminalität, Migrantenkriminalität, schwerste Kriminalität, Tötungsdelikte, Vergewaltigungen und so weiter. Und der Widerstand wächst, das sieht man einmal die AfD-Umfragen, wenn man das als Widerstand bezeichnen will, aber auch sowohl im Westen als auch im Osten, auch in einzelnen kleinen Dörfern, wo große verhältnismäßig oder besser gesagt unverhältnismäßig große Flüchtlingsunterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden. Also in Mecklenburg-Vorpommern, ein Dorf, 500 Einwohner-Dorf, da sollten ursprünglich 500 Flüchtlinge dort untergebracht werden in irgendwelchen Containern. Jetzt sind es 250, was auch noch, immer noch zu viel ist. Und da wächst der Widerstand. Aber man fragt sich ja, und das tut ihr ja auch, liebe Zuschauer, ich kriege das ja auch mit in den Kommentaren, Mike bestimmt auch und auch bei mir in den Direktübertragungen, wieso dauert das so lang? Wieso wird das, ist es immer so eine zähe Geschichte? Unser Kaugummi ist immer noch nicht gerissen. Ja. Und eine Erklärung, die ich zwar hier schon gebracht habe, aber die darf man nicht vergessen. Ich glaube, wir unterschätzen die Anzahl der Menschen, die sich von vornherein noch nie für Nachrichten, für Politik, für Gesellschaft, für gesellschaftliche Veränderungen, für das Soziale um uns rum, das heißt, es ist keine Kritik oder ein Urteil, ja, einfach null interessieren. Ja. Die kriegen es einfach nicht mit. Also sie kriegen es nicht nur nicht mit, wenn sie Tagesschau sehen, sie kriegen es natürlich auch nicht mit, wenn sie gar nichts sehen, ja, und ihrem Hobby nachgehen oder lieber zocken oder was anderes zu tun haben, vielleicht sogar wirklich was Besseres. Ja. Es gibt ja auch. Aber worauf ich hinaus will, das kann dann natürlich bei denen erst ankommen, wenn sie es wirklich, wirklich am eigenen Leib verspüren. Ja, wenn sie merken, hier soll ein Flüchtlingsheim hin, was ist da mit meinem Grundstück, was ist es dann noch wert, was ist mit der Sicherheit mit meinen Kindern und so weiter. Oder Arbeitsplatzverlust, ich wünsche es keinem, aber es ist offenbar notwendig, dass die Menschen erst irgendwie, also viele, die vorher sich einfach für nichts interessiert haben, dann erst irgendwie aktiviert werden, wenn sie wirklich, wenn sie selber betroffen sind, persönlich. Genau. Und es dauert noch. Noch ja. Ist es nicht bei so vielen angekommen, dass es irgendwie schwieriger, immer schwieriger wird. Na, anscheinend nicht. Ja. Du siehst ja, das beste Beispiel ist, wenn du sagst, du hast jetzt eine kleine Gemeinde oder ein kleines Dorf und da fangen die Menschen jetzt an, langsam auf die Barrikaden zu gehen, sich dagegen zu wehren. Dann ist das bei denen natürlich klar, wenn da nur, weiß ich nicht, ein paar tausend Menschen leben, dann ist die Verhältnismäßigkeit von dem, was sie da an Zuwanderern haben, total deutlich erkennbar. Wenn du in einer Großstadt wie Berlin lebst oder einer anderen Stadt, dann ist die Zahl nicht so offensichtlich. Genau, fällt nicht so auf. Mhm. Vor allen Dingen musst du davon ausgehen, dass wir ja in Deutschland speziell eine Zuwanderung schon seit nach dem Zweiten Weltkrieg haben von Ausländern, die sich dann auch integriert haben, ja klar, die dann auch hier leben berechtigterweise und das auch sollen, da gibt es nichts gegen zu sagen, aber es ist nicht so auffällig, ja, wenn du jetzt Ausländer siehst, weil das passt. Gab es schon immer irgendwie, Bild, ja. So, und wenn du dann nicht mitbekommst am eigenen Leib, dass da mal jemand, wenn du da abends spazieren gehst, vielleicht dich, deine Tochter, deinen Sohn oder dich selber mal attackiert mit einem Messer und dich bedroht oder andere Dinge geschehen, dann nimmst du das nicht wahr. Nicht wirklich, wenn du dich nicht weiter informierst. So, das ist ja nur ein Beispiel, wenn wir jetzt von Immigranten sprechen, die hierher kommen und alles andere als positiv sind. Ja, da mag es auch positive Menschen bei geben. Aber ich will die nicht alle über einen Kamm scheren, aber trotzdem ist das ein Großteil eben aus unserer Sicht, wie wir es hier wahrnehmen und auch bestätigt bekommen, eben nicht positiv. Mhm. Und der entscheidende Punkt bei den, sagen wir mal, Menschen, die du gerade ansprichst, dass die das nicht wahrhaben in ihrer Wahrnehmung, ist auch wieder in verschiedenen, sagen wir mal, Gruppierungen, Aspekten zu sehen. Es gibt Menschen, die neigen dazu, Dinge zu verleugnen. Wir haben das schon öfter in unseren Salongesprächen erwähnt. Das heißt, kommt noch dazu, genau. Wir Menschen tun Dinge aus Gewohnheit einerseits, sind mit Menschen bekannt zusammen und haben zwar mitbekommen, irgendwie ist das nicht so der wahre Jakob, mal so ausgesprochen,
aber um nicht auffällig zu sein, um nicht Stress zu haben und andere Dinge, die einen vielleicht negativ aufstoßen, bleibt man dann in diesem Kontakt und nimmt die Dinge hin. Mhm. Simple Sache, auch du bist als Arbeitnehmer irgendwo, wobei zu dem Begriff muss ich gleich mal was sagen, ist auch wieder so eine Umdrehung der Tatsache, ja. Aber als Arbeitnehmer bist du, so wie es im Volksmund genannt bist, wird in einer Firma tätig. So, und kriegst mit, dass eigentlich die Menschen, die da um dich herum sind, sogar ganz nett sind, aber der Chef oder vielleicht der Geschäftsführer oder der Abteilungsleiter ist alles andere als positiv. Trotzdem gehst du jeden Tag dahin, weil du eine Notwendigkeit hast, deinen Job zu erledigen. Klar, kannst du jetzt versuchen, einen anderen Job zu bekommen, aber ist ja nicht immer so leicht. Mhm. Mhm. So, also du bist auch da genötigt, gewisse Dinge zu ertragen. In Kauf zu nehmen, ja. Und irgendwann musst du dich ja selber respektieren. Und wenn du dir das jeden Tag klar vor Augen machst, fällt der Respekt vor dir selbst und dann kann es sein, dass du Wut bekommst und dagegen vorgehst. Oder wirklich sagst, Feierabend, ich kündige hier. Aber der einfachere Weg ist, einfach das zu ignorieren und so zu tun, naja, hat er ja gar nicht so gemeint oder ach, ist doch egal und ist sowieso gleich vorbei. Sieht eine halbe Stunde am Tag und dann ist auch gut. Ja, ja, merkst, so, ja. Du freundest dich mit der Sache an und irgendwann arrangierst dich. Ja. Nach ein paar Jahren nimmst du das gar nicht mehr in dem Sinne wahr, wirst aber trotzdem gebeutelt, ja, aber verleugnest es. Das ist eine Sicht der Dinge, wie Menschen agieren. Und das andere ist natürlich auch absolute Ignoranz, überhaupt nicht zu sich interessieren zu wollen, ja? Überhaupt nicht darüber nachdenken zu wollen, einfach alles zu machen und gar nicht mitzubekommen, dass man hier veräppelt wird. Genau. Ja, aber das gehört alles zu unterschiedlichen Prozessen der Wahrnehmung. Und wenn ich es wieder auf mich selber projiziere, da kannst du auch jetzt für dich ja selber auch nochmal drüber nachdenken, das machen wir ja auch immer wieder, rekapitulieren, reflektieren. Wie war es denn bei mir Jahre zuvor? Wie viele Dinge habe ich denn da wahrgenommen? Für wie viele Dinge habe ich mich interessiert oder nicht interessiert? Und da kann ich auch feststellen, dass vieles an mir vorbeigerutscht ist, weil ich mich nicht weiter damit beschäftigt habe. Auch 9/11 ist ja eine Sache gewesen, die war groß aufgebauscht. Ja? Habe ich natürlich auch mitbekommen. Ich weiß auch noch, wo ich an dem Tag war. Nämlich, ich habe im Studio gesessen und hatte einen Song gearbeitet, den wir damals veröffentlicht hatten. Sogar, ich weiß noch, den Künstler Eimen. Mit seiner zweiten Single, Du bist mein Stern. Ja, da haben wir dran produziert. So, also habe ich das schon wahrgenommen. Aber ich habe mir nicht weiter Gedanken darüber gemacht. Ich auch, genau. Ich habe auch nicht wahrgenommen, dass da eine Reporterin steht im internationalen Fernsehen, ich glaube CNN, und berichtet über Haus 3, dass es zusammengebrochen ist. Also offizieller Name WTC7, glaube ich. Ja, egal. Aber das dritte Gebäude, ja. Das dritte Gebäude und sagt, dass es zusammengestürzt ist. Steht davor und das Gebäude steht noch hinter ihr. Aber sie sagt nicht, dass es zusammengestürzt ist. Ich kenne die Szene, wird, ja. Sondern, dass es zusammengestürzt ist. Das ist also ein ganz klares Zeichen. Bevor ich vergesse, also ich hatte ja gerade gesagt, Arbeitnehmer, ne? Arbeitgeber. Ja, eigentlich ist es genau umgekehrt, darauf willst du hinaus. Genau. Ja, wir sind die Arbeitgeber. Wir geben die Arbeit und die genau. Anderen nehmen die. So wie es heißt, du bist Verbraucher. Ja? Das ist immer ein negativer Aspekt. Ja. Die Verbraucher. Der Verbraucher ist eigentlich nicht positiv besetzt. Natürlich nicht, Verbraucher. Ja. Was haben wir, ein Verbraucher? Ja, das ist negativ. Ja. Nein. Die Verbraucher, das kommt in den Nachrichten so, ja. Ja, genau. Also es gibt viele Dinge, die Verbraucherschutz. Es gibt viele Dinge, über die wir nachdenken können und uns überlegen, warum ist das eigentlich so artikuliert? Ja. Das ist unbewusst schon etwas, was dich immer wieder dahin führt. Ja, du bist ja eigentlich der Bösewicht. Das will man dir doch verkaufen. Du bist ja auch derjenige, der das Klima verändert. Richtig. Und normalerweise besser kein Kind mehr in die Welt zu setzen. Umweltsau. Weil ein Kind erschafft so und so viel CO2 und bla 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 bla. Dass es aber ganz genau umgekehrt ist, dass jedes bisschen CO2 dafür sorgt, dass der Planet noch besser funktioniert und noch mehr Leben existieren kann. Irre, wir haben also praktisch die Welt auf den Kopf gestellt. An jeder Stelle, ja. Ja, das ist dieses christlich-antichristliche, ja. Das, was man uns hier die ganze Zeit verkauft. Aber gut, dass du es erwähnt hast mit der Logik, wie Menschen scheinbar jetzt mit der Situation umgehen. Und natürlich ist es so, diesen Satz haben wir wahrscheinlich auch schon 100-mal gesagt,
Sie müssen es erleben. Es muss Ihnen gezeigt werden. Wobei, ich will da ehrlich sein, ich finde es toll, dass du das gesagt hast. Dass, das ist aber leider nicht nur in der Vergangenheit, liebe Zuschauer. Also ich kann nur für mich sprechen. Also ich erwische mich, wenn man so will, erwischen ist vielleicht ein bisschen zu negativ, aber ich kriege das schon mit, zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Twitter ein Video sehe, wo ein deutscher Schüler von Migrantischen zusammengeschlagen oder gequält wird oder was, kommen ja immer wieder, oder ein Mädchen von Mädchen gibt es auch, wo ich dann wirklich weiter scrolle und sage, ich kann es gerade nicht sehen. Ja? Ich will es auch gar nicht sehen momentan. Ja, das ist ja ein Unterschied. Ne? Das ist ja bei mir auch so. Ich schaue mir auch nicht Sachen an, wenn ich weiß, wie die Sache da endet. Ja. Ja. Und dann schaue ich mir noch ein drittes, viertes, fünftes an. Das ist ja eine Unmenschlichkeit, die man gar nicht erfahren will. Aber trotzdem leugne ich sie nicht. Ich tue nicht so, als hätte ich es nicht gesehen und lasse es einfach an mir vorbeispazieren. Aber bestes Beispiel, was ich immer wieder in unseren Salongesprächen anführe, ist auch eine Reflexion wieder auf mich selbst, wo jeder Mensch, denn jetzt Zuschauer oder auch du, nochmal für sich selber nachdenken kann. Wir wissen doch, dass Kinder seit Jahrzehnten an Hunger sterben. Das wird uns doch im Fernsehen, im Mainstream berichtet. Und dann gibt es die Hilfsorganisation, wo du spenden sollst. Da habe ich auch schon 100-mal drüber oder wir drüber gesprochen. Wenn diese Organisation einerseits wirklich tatkräftig wären, dann würden Kinder nicht mehr verhungern, spätestens nach einem Jahr. Ja? Da das aber trotzdem parallel immer noch weiter geschieht und sogar noch im höheren Maße als früher, ist klar, dass diese Spenden da nie ankommen, weil da werden weltweit Milliarden eingesackt. Diese Gelder gehen ganz woanders hin. Diese Hilfsorganisationen selbst, die Menschen, die da teilweise arbeiten, die mögen vom Geist her wirklich was Gutes wollen, aber nicht die, die es installiert haben und die letztlich an dem Hebel der Macht sitzen und mit den Geldern hantieren. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich aber trotz alledem schon vor Jahrzehnten wusste, dass das geschieht. Aber ich blende es aus. Ja, ich auch. Weil ich es nicht ändern kann, aus der Sicht damals gesehen, weil ich wusste keinen Weg, was kann ich jetzt machen. Auch ich habe auch damals schon an Hilfsorganisationen nicht geglaubt, das ist das eine. Mhm. Aber trotzdem war mir klar, dass die Dinge, die da geschehen, dass sie geschehen. Und wenn ich was dagegen hätte tun können, hätte ich es getan, aber ich hatte keine Idee. Also blende ich das langsam aus. Und dann siehst du es trotzdem mal wieder im Fernsehen. Ja? Dann wird es wieder mal berichtet, im Mainstream. Also als Mainstream-Konsument siehst du es trotzdem. Aber was willst du machen? Dann tust du dir vielleicht damit einen Gefallen, indem du sagst, jetzt spende ich mal eine Summe X. Dann denkst du wenigstens, du hast ein bisschen was getan. Dass dieses Geld da nie ankommt, da denkst du auch nicht weiter drüber nach. Müsst ihr gar nicht wissen. Nee, weil wenn du das weißt, wüsstest du ja auch, dass diese Spende gar nichts bringt. Dann hast du ja wieder keine Erleichterung. Richtig. Also blendest du das auch aus. Ja? Und das sage ich nicht, dass jeder so denkt, aber das sind Sachen, die ich selber reflektiere. Auf mich selbst, wo ich sage, ja, da habe ich selber lange, lange Zeit praktisch in der Illusion weitergelebt, um mich nicht damit weiter beschäftigen zu müssen. Und so ist das prinzipiell in allen Dingen. Wir Menschen durchleben einen Paradigmawechsel. Wir sind über lange, lange Zeit indoktriniert, weiter und weiter in einen Schlummerschlaf getrieben worden, der uns, wie das Beispiel, was ich vorhin gebracht hatte mit dem Angestellten, der irgendwann das ausblendet, wir auch die Dinge einfach ausblenden. Der eine mehr, der andere weniger. Und das führt dazu, dass du dann den Menschen, die uns kontrollieren, die dieses System für sich fruchtbar nutzen, dass du denen in die Hände spielst. Weil das erleichterst du. Der Satz zum Beispiel, du weißt, dass ich oft, nicht oft, aber öfter mal einen Satz aus der Bibel zitiere, wobei die Bibel mich insoweit religiös nicht interessiert, was die Religion betrifft. Ich lehne diese Religion ab, auch für alle neuen Zuschauer, dass sie verstehen, wie ich das meine. Der Glaube, der dahinter steckt, der tiefe Kern, daran glaube ich schon. Aber ich gehe davon aus, dass vieles verfälscht ist und umgedeutet wurde, um diesem System zu dienen. Weil Religionen dienen dem System, um Kontrolle zu haben. Und wenn du einen Satz liest, wie zum Beispiel, halt die linke Wange hin
wenn dir einer auf die Rechte schlägt, den halte ich für absolut nicht passend mit der Grundlehre. Mhm. Das ist meine Überzeugung. Also eher Altes Testament. Ja, weil wenn jemand auf die Linke schlägt, heißt es nicht, dann schlage ich ihn auf die Rechte, aber dann bin ich achtsam, dass er mich nicht noch auf die Rechte schlägt. Das heißt, ich halte nicht noch hin, sondern ich achte sehr genau darauf, dass jetzt nicht noch eine Hand kommt, die mich auf die andere Seite schlägt. Das ist Ursache-Wirkung, da lerne ich draus. Ja? Also das Alte Testament würde sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist aus meiner Sicht das Karma-Prinzip, dass die Dinge zu dir zurückkommen. Aber wenn ich aus dem Karma aussteigen will, dann darf ich nicht mit dem Karma weiterarbeiten, sondern dann muss ich anfangen zu sagen, ja, jetzt muss mein Geist anfangen zu arbeiten. Jetzt muss meine Souveränität in mir gestärkt werden und jetzt muss ich mich verteidigen können. Aber nicht im Sinne Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern wachsam zu sein. Wenn mich jemand schlagen will, bin ich so wachsam, dass er mich gar nicht schlagen kann. Oder verhindern kann, ja. Oder wenn er mich geschlagen hat, werde ich noch wachsamer sein, dass er mich nicht nochmal schlägt. So, und dann gibt es die Dinge, dass du sagst, ja, du kannst dich verteidigen von vornherein. Ja, das ist auch aus der Kampfkunst eine uralte Regel, dass du dir als Kämpfer, als schlauer Kämpfer den anderen nicht bekämpfst, sondern kontrollierst. Dass du also einen Schlag nicht dadurch parierst, indem du einfach nur zurückschlägst, sondern dass der Schlag von dir pariert wird, dass du in dem Moment, wo du den Gegner berührst, ihn kontrollierst. Mhm. Und unter der Kontrolle er sich nicht mehr weiter in den Kampf einmischen kann. Das ist die höchste Art des Kämpfens, ohne Kampf. Ja, verstehe, ja. Mhm. Ja, asiatische... Dass du ihn neutralisierst sozusagen. Genau. Ja, ja. Mhm. Das heißt... Wenn wir beide im Stress sind, dann können wir in dem Stress ein Streitgespräch haben und werden uns in dem Stress immer weiter stressen. So wie aber der eine anfängt, in die Emptiness zu gehen, in die Ruhe zu kommen, kann der andere vielleicht immer noch stressiger werden. Aber die Luft ist irgendwie raus. Weil der andere anfängt zu lachen oder entspannt ist, wird der andere vielleicht noch stressiger. Sein Herz pulsiert, der Blutdruck geht hoch, ja, die Birne explodiert und der andere bleibt entspannt. Ja. So, das ist schon der erste Grad der Kontrolle. Wenn du da noch geistig verstehst, wie du dich bewegst und was du tust mit Energie, dann kannst du den anderen noch besser beherrschen. Das ist auch das Prinzip, was ich studiere im Tai Chi. Ja. Ja. Umso härter und umso kräftiger jemand auf mich eindringt, umso besser kann ich ihn energetisch kontrollieren, durch Loslassen mit grober Kraft. Also mit seiner Energie arbeiten. Genau. Auch. Ja, ja. Das heißt, das ist das, ich arbeite nicht nur mit seiner, sondern seiner arbeitet gegen ihn. Oder, ja genau, das ist vielleicht genauer formuliert, richtig. Das ist der entscheidende Punkt. Also umso mehr er sich aufbläst, umso mehr kommt zu ihm zurück. Und ich muss dabei verstehen, wie ich die Energie wandle. Wenn ich auch mit Aufblasaktion arbeite, dann prallt zwei Kräfte aufeinander. Genau. Und dann wird die höhere Kraft, die höhere Masse, wird die andere überwältigen. Wenn ich aber seine Masse benutzen kann, absauge und sie dadurch zu ihm zurückschicke, das ist wie ein Reflex, wie ein Trampolin. Springst aufs Trampolin rauf, umso heftiger du raufspringst, umso mehr fliegst du weg. Schönes Bild, ja genau. Ja, das ist die Analogie aus der Physis. Aber, sag mal, was sagst du? Ja, ich wollte nochmal, was du gesagt hast, dass es ausgenutzt wird, dass wir verdrängen. Das ist ja auch deswegen so perfide, weil es eine tiefmenschliche Eigenschaft ist, auch eine Schutzfunktion der Psyche. Verdrängen ist ja auch, dass man nicht... diesen ganzen Wahnsinn, wenn man den dauernd präsent hätte, ja, würde man auch nicht mehr froh werden, sage ich mal. Ja. Lass mich kurz damit sagen und dann sprich ruhig weiter. Ich will dich nicht wirklich unterbrechen, aber der Punkt ist, wenn wir von Verdrängen sprechen, gibt es zwei Arten, wie man das definiert. Und in der Art, wie ich es definieren würde, nehme ich das Wort Verdrängen nicht mehr. Weil Verdrängen ist ja schon drin, du drängst etwas weg. Also du nimmst es wahr. Und ja, du drängst etwas weg, damit brauchst du einen Kraftaufwand und drängst es weg. Es ist nicht wirklich weg, aber du drängst es weg. Ja.
Das heißt, du brauchst immer noch Spannung, weil sonst ist es ja wieder kommt's da. Wieder, genau, ja, so, ja, okay. Diese Spannung ist psychologisch oder geistig gesehen etwas, was in dein Unterbewusstsein dringt. Was dich stresst, oder? Was dich unbewusst stresst, was auch Krankheit hervorruft. Ja, ja. In der Bewusstheit versuchst du es ja in dein Unterbewusstsein zu verdrängen, damit du es nicht mehr bewusst wahrnimmst. Aber es ist immer noch kannst da. Kannst es ja nicht verschwinden lassen, ja, genau. Mhm. Ja, und etwas in die Emptiness schicken, so wie ich es bezeichne, ist etwas in dir, sagt sich, okay, es ist da, ich drücke es nicht weg, sondern ich lasse es in die Emptiness. Es sackt weg, dann hat es keinen Druck mehr. Nicht diesen Kraftaufwand, ja. Das heißt nicht, dass ich nicht an meinem Geist weiß, was da geschieht, sondern das soll ich sehr genau wissen. Und weil du sagst, es ist in der menschlichen Psyche verankert oder in dem Mensch, dass er Dinge verdrängt. Ich glaube, das ist ihm antressiert worden. Mit einem gewissen Maß an, ja. an, sagen wir mal, Boshaftigkeit und Verlogenheit. Wenn du Kinder von vornherein so erziehst, interessant. Mit Boshaftigkeit und mit Verlogenheit, dann kannst du ein Kind auf einen völlig falschen Weg schicken. So wie unsere Schulsysteme ja auch unsere Kinder in einen völlig falschen Weg schicken. Bewusst, um dem System zu dienen. Zu dienen, ja, genau, damit sie funktionieren für das System. Ja, ja das heißt nicht, dass das in dem Kind schon verankert ist, sondern das wird dem Kind durch Lügen und durch Trug und Lug und Boshaftigkeit indoktriniert. Da bist du wieder in der Mythologie, in den alten Lehren, wo es heißt, Satan kommt, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Und Satan kommt nicht als Bösewicht, sondern der kommt als jemand, der sich als positiv verkauft. Weil sonst kriegt er dich nicht. Und warum ist das so? Weil in dem Menschen das Positive verankert ist und nicht das Negative. Du musst also in dem Menschen sein Positives drehen zum Negativen, indem du ihn belügst, indem du ihn dumm erziehst. Was permanent passiert. Ja. Ja. Mhm. Ein Kind, was in der Natur mit freundlichen Menschen aufwächst, wird eine völlig andere Wahrnehmung haben von der Welt und von seinem Umfeld, als ein Kind, was hier in dem System, in das Schulsystem durchläuft. Wobei ich nicht sage, dass jedes Kind gleich auf die Dinge reinfällt. Es gibt eben Kinder, die sind bedingt durch Eltern oder andere Umstände, sind sie in der Lage, irgendwann Sachen zu durchschauen, dass sie sagen, nee, was der Lehrer da sagt, da glaube ich nicht dran. Die sind dann auch offener für alternative Nachrichten, für alternative Gespräche und gliedern sich nicht so extrem ein. Das ist das Individuum, was in jedem von uns schlummert, aber auch durch äußere Umstände mit beeinflusst wird. Und das kannst du ja wieder reflektieren oder jeder von uns, wenn er sein Leben durchleuchtet. Wenn man nachdenkt, wo war ich denn vor so und so vielen Jahren? Wie war es denn bei mir in der Schule? Wie war es denn bei mir in meiner Lehrzeit oder in meinem Studiengang oder was auch immer in meinem Leben in den einzelnen Zeitperioden gelaufen ist? Wie war denn das? Bin ich da noch genauso? Habe ich das so erkannt? Habe ich das hier erkannt? Und das Verdrängen ist etwas, was wir Menschen letztlich durch das Lernen wieder Souveränität in uns zu ankern, mehr und mehr loslassen. Das heißt, wir verdrängen nicht mehr, sondern wir lassen los. Wir schicken die Sache in die Emptiness. Mhm. Für diejenigen, die das Wort Emptiness nicht verstehen, in die Leere. Dahin, wo nichts Widerstand liefert. Das heißt nicht, dass ich deswegen alles dass es dir egal ist. Auch. Genau. Ja. So, und das ist meiner Meinung nach eine gesunde Art, mit den Dingen umzugehen. Ich sehe doch Dinge, die in der Welt, oder wir alle sehen mehr oder weniger die Dinge, die in der Welt schieflaufen. Der eine eben mehr, der andere weniger. Und wir können uns dann fragen, was kann ich jetzt tun? Jetzt, in diesem Moment. Und wir können in dem Moment nicht alles tun. Wir können nicht in einem Moment die Welt verändern. Wir können aber in Momenten aneinandergereiht immer mehr dazu beitragen, dass sich was verändert. Und jeder Mensch kann aus seiner inneren Kraft dann schöpfen und sagen, wo liegen meine Fähigkeiten? Was kann ich? Kann ich sehr freundlich zu jemandem sein und jemand hilfsbereit sein? Das ist schon mal ein erster Schritt. Kann ich auf der Straße anstelle verbittert rumzurennen, lieber mal ein Lächeln auf mein Gesicht zaubern, wobei Lächeln eine unheimliche Wirkkraft hat. Ja? Sollte man nicht unterschätzen, ja. Auch für sich selbst. Wenn du ein gekünsteltes Lächeln hast, ist es wirkungslos.
Wenn du aber ein wahres Lächeln hast, wenn du aus dir heraus... Wenn die hier, Augen mitlächeln, ja. Und wenn du hier spüren kannst, ja, jetzt lächle ich einfach mal. Ich lächle den anderen an und merke, ja, ist eine ganz andere Kraft. Es ist ein wahres Lächeln, erzeugt in dir einen anderen Energiefluss. Eine andere Power. Mhm. Ja? Und Zorn ist das. Was krampft ist das? Zusammen. Es krampft alles zusammen. Ja. Die Energie geht nach innen und blockiert. Mhm. So, und dieses Loslassen mit dem bisschen Lächeln in deinem Inneren hat schon Kraft. Wird auch nicht gleich die Welt verändern. Ja, ja, aber so du musst ja irgendwo anfangen. Ja, aber ja. Genau so ist es. So, und nicht jeder muss jetzt das machen, was du tust oder was ich tue oder was wir jetzt beide zusammentun. Das hat auch einen Wirkungsgrad. Wir nicht unterschätzen. Wir erreichen ja Menschen. Und jeder Mensch, der jetzt mit uns d'accord ist, im Wesentlichen, der jetzt, wie ich zu Anfang sagte, ist schön, wenn jemand teilt, trägt alleine mit diesem Teilen des Videos dazu bei, dass andere Menschen unter Umständen jetzt sagen, ah, da höre ich mal deutlicher rein. Und wenn es nur einer ist, ist ja egal. Genau. Hauptsache es ist etwas. Mhm. So, und was jeder sonst noch tun kann, das kann auch jeder nur in sich selber erfragen. Und wissen, erfahren, ja. Ja. Mhm. Mhm. So, es gibt ja die, die Hinweise aus alternativen Denkstrukturen, Menschen, die sich darstellen, die sagen, sie sind spirituell oder nicht spirituell, egal. Die sagen, wir kommen in eine neue Welt, wir gehen in eine neue Dimension und, und. Zeitenwandel, ja. Mhm. Ja, jetzt ist die Frage, wie sieht man diese Dinge? Was bedeutet denn das, in eine neue Welt zu kommen? Ist auf einmal der Planet anders? Nein, der Planet ist, wie er ist. Der Planet verändert sich natürlich auch strukturell aus dem, was das Leben aus diesem Planeten hervorbringt. Mhm. So, und wir Menschen können durch vernünftiges Miteinander mit der Natur dazu beitragen, dass das Ganze in Harmonie für uns mit dem Planeten, mit all dem Leben auf diesem Planeten in Harmonie läuft. Das geht. Dazu müssen wir aber anfangen, das auch zu wollen und nicht darüber nachzudenken, jetzt Monopoly zu spielen oder sonst irgendwas. Sondern da müssen wir uns mit den Dingen beschäftigen. Und da wir ja alle in einem Hamsterrad mehr oder weniger drinstecken, hat man das genau versucht, uns zu entziehen, diese Verbundenheit, die ich als Gott bezeichne, wieder mit Gott zusammen, göttliches Denken, Natur, Gott, Natur, alles eins, sich wieder zu verbinden. Das ist uns absolut unerwünscht und das zeigen sie uns an allen Stellen, dass sie das nicht wollen. Und, und das ist aber auch die Frage, die sich jeder selber stellen muss. Will ich nur eine schöne Welt haben? Will ich entspannt leben? Aber will ich nichts dazu beitragen? Oder weiß ich überhaupt, was ich dazu beitragen kann? Es nutzt zum Beispiel nicht, dass ich mich in Anführungszeichen nur darauf konzentriere, dass da irgendwelche Protagonisten draußen rumschwirren in der Politik oder sonst wo. Oligarchen, Milliardäre, die hier Kontrolle haben und die noch darüber stehen. Und meine Reflexion nur darauf basiert. Der muss weg und den muss ich hier und die sollen mal alle in den Knast und das und das und das. Es hat nichts damit zu tun, dass die nicht auch ihr Fett wegbekommen. Ja? Sollen Karma, auch. Karma, etc., was auch immer. Aber wenn ich mich nur darauf konzentriere, werde ich nichts erschaffen. Mhm. Ich muss also das eine wahrnehmen, aber gleichzeitig sagen, ja gut, aber was will ich denn? Der erste Schritt ist, was wir schon öfter gesagt haben, zu wissen, was ich nicht will. Nämlich dieses System. Das haben wir durch, ja. Das will ich alles nicht. Ja. Ja, aber was will ich denn? Genau. Wie soll denn die Welt aussehen? Will ich nur wieder zurück dahin, was ich auch bei Trump vermisse? Ja, make America big oder great again. Again, ja, wieder. War Amerika denn groß? War es eine Nation, wo man sagen kann, da kann man aufschauen und Respekt haben? Du hast vollkommen recht. Nie, zu keinem Zeitpunkt. Nein, sie waren nur machtvoll. Ja. Und diese Nation, nicht jeder einzelne Amerikaner, aber dieses System dahinter, hat doch Menschen auf der Welt versklavt. Ja. Und vielen das Leben gekostet. Genau. Und, hat viel Leid in die Welt getragen. Ja. Mehr als manche andere Kriege aus Nationen, die man so hervorhebt. Aber back again oder great again ist der falsche Weg. Mach Amerika groß, ist gut.
Dagegen habe ich nichts. Aber nicht wieder, weil es war aber noch nie groß. Aber nicht so, wie es war. Genau, das impliziert ja wieder das, so. Das, wie es war, ist genau das, was ich ja nicht will. Ich gönne Amerika und jedem anderen Land, den USA oder wen auch immer, dass sie in Hülle und Fülle leben, aber ohne andere dabei auszubeuten. Und das sollte auch uns klar sein, hier für uns, in den Regionen, in denen wir leben. Wir leben jetzt in Deutschland. Deutschland soll auch fruchtsam sein und hier soll es jedem gut gehen. Aber nicht auf Kosten anderer. Und das geht nur, wenn du mit anderen in Einklang bist. Mhm. Und so wie eine Gemeinschaft von Menschen, nehmen wir mal an, wir sind jetzt hier 10 Menschen in diesem Raum und haben eine Gemeinschaft und überlegen jetzt, wir wollen zusammen leben und arbeiten, was kann jeder? Da wird jeder seine Fähigkeiten haben und die muss man nutzen im Austausch. Dann kommt Harmonie. Wenn jeder das Gleiche machen will, wird es ein Problem geben. Aber da ist denn die Frage, wenn ich was machen will, ist es auch das, was ich wirklich kann? Ist es das, was meine Berufung in mir ist? Ja? Was ich auch wirklich will. Die, ja? Die tiefste innere Berufung, die ich fühlen kann, dass ich sagen kann, das mache ich gerne und das mache ich so gut, wie ich es kann. Und so ist das auf das ganze Weltsystem zu sehen. Jede Nation hat ihre Stärken. Egal wo auf der Welt. Es gibt keine Nation, die nicht Stärken hat. Und das muss man im Austausch nachher harmonisieren. Dann ist auch alles in sich genommen harmonisch. Und dann gibt es auch nicht den Grund, dass der eine dahin reist und dieses Land jetzt kontrollieren muss oder in diesem Land leben will. Nee, dann bereist er es und ist da auch eine Zeit lang. Aber irgendwann will er wieder in sein eigenes Land. Und das ist die Wurzel, die in jedem von uns schlummert. Weil, na klar, kannst du auch eine Wurzel haben in deinem tiefsten Inneren und weißt gar nicht, dass du eigentlich, wenn du in Deutschland geboren bist, dein tiefstes Inneres eigentlich in China sein will. Aber ja. Irgendwann spürst du das. Ja. Und fühlst dich mit der ganzen Kultur verbunden. Dann willst du dahin und dann willst du da leben. Dann ist es dein tiefstes Inneres. Aber nicht, weil es heißt, ja, da hast du 5 Euro mehr im Monat. Ja, oder du hast ein Sozialsystem, wo du gar nichts mehr machen musst. Das ist menschlich gesehen auch etwas, aber stärkt das deine Souveränität? Nein, stärkt das null. Dein Inneres, dass Nein. du selber sagen kannst, ich mache das? So, und so ist aus meiner Sicht ein harmonischer Weg zu gehen. Aber wenn du das jetzt aus der jetzigen Sicht betrachtest, dann ist es doch relativ unrealistisch, was ich gesagt habe. Wenn du die Welt, wie sie im Moment strukturiert ist... Schwer vorstellbar, ja. Ja, ist doch viel zu viel Chaos. Ist doch viel zu viel... Ich will Feindschaft, haben und Gewalt. Ja, der hat mir hier weggenommen, der hat mir da Neid, weggenommen. Neid, genau. Das hast du teilweise im Einzelnen. Unter Menschen. Im Zwischenmenschlichen, ja. Und Zwischenstaatlichen und allem, ja. So, und das ist das System. Das will, dass das so ist. Das stärkt das System. Also heißt das doch, der Weg, den wir alle gehen müssen, ist zu der Logik, zu der gottgegebenen Vernunft zurückzukommen. Was bedeutet gottgegebene Vernunft? Gottgegebene Vernunft bedeutet im ersten Aspekt erforschen, wie sind die Naturgesetze aufgestellt. Im zweiten Aspekt erforschst du diesen Planeten und stellst fest, da gibt's das, hier ist da gibt's die Bodenschätze, da gibt's das. Dann gibt's die Wissenschaft. Da erkennst du, es gibt vielleicht freie Energie. Du brauchst gar nicht das abbauen und hier abbauen und da abbauen. Was bedeutet freie Energie? Freie Energie bedeutet, du musst nichts bezahlen. Vielleicht einmal, um da ein Gerät zu installieren, was die Raumenergie nutzt und effizient dir kontinuierlich weitergibt. Das sind Tesla-Ergebnisse, nicht Tesla... Autofirma, sondern Nikola. Der Nikola, ja. So. Das sind alles Dinge, die führen doch auch zur Fülle. Aber da sind Menschen, die haben sich Gedanken gemacht. Die haben geforscht. Und der hat ja nicht eine freie Energie erfunden. Er hat sie gefunden. Genau. Wenn du Öl transportierst, dann hast du das Öl nicht erfunden, sondern du hast es gefunden. War da. Schon da. War immer da. Ja. Und, so, und das sind die Naturgesetze. Und wenn ich die Naturgesetze auf den Kopf stelle, dann kann ich dir auch erzählen, CO2 nutzt dazu, dass muss das, weg. Ja.
Es ist wirklich, Leute, wenn ich das ausspreche, fühlt sich schon so irre an. Ja. Und jetzt nochmal zurück zur Offensichtlichkeit, die wir aber jetzt viel, viel deutlicher spüren als vielleicht noch vor 5, 6, 7 Jahren. Wenn wir unsere Regierungen, die Politiker anschauen, dann sehen wir doch den Zerfall geistiger Logik. Da wird doch nur unlogischer Kram erzählt. Mhm. Unlogisch. Genau. Einfach von der Brutal Logik unlogisch, ja. Neben dem Verständnis für einen normal, geistig normalen Menschen. Völlig unlogisch. Bestes Beispiel auch die Verunglimpfung der Sprache. Und damit einhergehend der Versuch, uns verschiedene weitere Möglichkeiten der Schöpfung zu erklären. Ja, dass jetzt ein Mann Kinder kriegt. Ja, richtig. Ja. Das ist einfach noch in meiner Schule, wo ich noch zur Schule gegangen bin, da wurden wir auch indoktriniert, aber noch nicht auf dem Niveau wie heute. In meiner Schule kann ich dir sagen, blind, da hätte jeder Schüler in der, egal, 2., 3., 4. aufwärts bis zur letzten Klasse gesagt, sag mal, habt ihr eine Meise? Da hat ein Mann ein Kind bekommen. Was ist denn das für ein Irrsinn? Heute sind da Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene, die sagen, ach, stell dir mal vor, es passiert. Die glauben das. Mhm. Ja. Mhm. Weil sie an dem System so erzogen werden, dass sie allen möglichen Schwachsinn glauben. Und darum, meiner Meinung nach, zerfällt auch diese Verrücktheit immer mehr in sich selbst. Weil sie müssen immer noch was drauflegen. Ja, genau. Das ist, und kann nicht endlos gehen. Da muss es ein Ende geben. Ja? Da muss es eine Grenze geben. Da gibt es auch ein Ende. Ja. Und dieses Ende ist natürlich, für mich war es schon im letzten Jahr an dem Punkt, wo ich zu dir gesagt habe, das kann nicht mehr lange sein, ja, weil für mich nach meiner Verständnis... So geht es mir genauso, ja, wahrscheinlich euch auch, liebe Zuschauer. So irre kann man nicht sein, ja. Aber du siehst, wie tief die Menschen indoktriniert sind, wie tief sie geschafft haben, die Menschen dumm zu machen. Ja, es ist aber dieser Aspekt, aber es ist auch natürlich der andere Aspekt, den wir auch schon mindestens, also nicht mindestens, sondern öfter hier angesprochen haben, dass sie natürlich nicht kampflos aufgeben. Das ist jetzt die Spekulation, die wir haben können. Warum machen sie das? Ja, das schließt ja deinen Aussage jetzt mit ein. Da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich immer wieder sage, es gibt zwei Basislogiken für mich. Aber bevor wir da jetzt hingehen, nochmal, das, was jetzt geschieht, geschieht doch. Ich meine, das kriegen wir beide mit. Und das kriegen so und so viele andere Menschen auf der Welt auch mit. Es geschieht. Ja. Das ist Fakt. Warum es geschieht, ist die Frage, die man dann stellen kann. Richtig, was steckt dahinter? Aber erstmal kriegt man noch mit, dass es geschieht. Das ist doch Tatsache. Mhm. Unbestritten. Ja, wenn du zum Beispiel dir die Politiker anschaust, auch ein Beispiel, was wir schon öfter gebracht haben, aber nochmal zum Verständnis, dann siehst du doch, dass sie vorher auch schon gelogen haben, schon immer. Sie waren nicht ehrlich. Dieses System ist von vornherein auf Lüge aufgebaut und die Politiker lügen. Aber es war etabliert zu lügen. Auch in der Bevölkerung hast du gehört den Satz, ja, ist doch klar, die müssen doch hier ein bisschen und da ein bisschen. Vor der Wahl versprechen sie das, aber das kommt dann nicht. Das geht jetzt leider nicht. Und trotzdem rennen die wieder hin und her. Richtig, ja. Also ist schon lange klar, ja, ja. Mhm. Mhm. Man gewöhnt sich dran, ja. Ja, ist halt so. Ja, ja. Ja, ja. Das sind doch alles die indoktrinierten Sätze. Ja. Ja, die da oben, die wissen schon, wie es läuft. Ja. Oder ja, da kann die ich machen eh das schon machen. Richtig. Ja, die bauen da zwar Mist, aber was will ich denn schon machen, ja, als Einzelner? Und trotzdem renne ich wieder zur Wahl und wähle die und die. Und das trotzdem passiert das. Und das passiert immer wieder. Das ist immer ein kontinuierlicher Wiederholungsprozess. Nur, dass in der letzten Zeit die Dinge rapide noch Zuwachs hatten an Irrsinn. Genau, es wurde wirklich offensichtlich hammerhart. Ja. Genau, so ist es. Und das sehen wir jetzt. Und jetzt kannst du dich fragen, ja, sind denn diese Menschen da oben, die jetzt diesen ganzen Irrsinn verzapfen, nicht selber intelligent genug, dass sie sich sagen, damit outen sie sich das selber? Das können wir nicht bringen, ja. Ja, und da kommst du dann zur Frage und dir selber zu sagen, ist bei denen alle gleichzeitig ein Gehirnverfall eingetreten? Anders kann es ja nicht sein, sind die alle geistig umnachtet? Weil sonst machst du sowas nicht. Oder sind sie nicht geistig umnachtet und da steht eine Agenda hinter, die dazu führt, um uns noch den Schläfer, den am meisten Schlafenden noch wach zu machen.
um ihn dann dazu zu bringen, zu sagen, dieses System muss weg. Um dann entweder in eine Honigfalle zu tappen, die so clever aufgebaut werden muss, dass sie nicht erkennbar ist, weil sonst wäre es keine Honigfalle, oder dass Kräfte dahinter stecken, die dich in eine bessere Zeit mitführen können, damit du Führer wirst. Weil da sind wir wieder an dem Punkt, wo man dann fragen kann, woran erkennt man das? Und erkennen kann ich das, wenn sich jemand hinstellt als Führer und dich führen will. Damit habe ich schon das größte Problem. Dann ist schon vorbei. Wenn jemand sich hinstellt und sagt, ich bin bereit, mit euch gemeinsam jetzt einen Weg zu finden und ihr könnt mich dafür nutzen, so gut ich es kann. Das ist schon was ganz anderes. Euch an der und der Stelle nützlich zu sein, dann ist das gut. Aber ich komme nicht und sage dir, wie es läuft und was du zu tun hast. Naja, sondern eher, ich brauche auch euch, weil ihr müsst da auch nützlich sein dafür, sonst kommen wir da nicht hin. Ja, aber die Frage, also alle gemeinsam. Aber das kannst du auch vernuscheln. Da kannst du auch sagen, ich habe hier eine Agenda, aber ihr müsst ja folgen, weil sonst hab ich keinen Power. Ja, stimmt. Ja. Das ist ja das alte Thema. Kommst ja. Du, ja, und all diese Dinge, die wir sehen, Menschen, die uns führen wollen, alles Milliardäre, schon die erste Warnlampe, die an sein muss, hatte ich letztens im Gespräch oder wir. Da sind schon Dinge da, wo ich sage, no way, das ist nicht der Weg. Es kann ein Übergangsweg sein, uns auf einem anderen Niveau wacher zu machen. Aber ich würde den Teufel tun, zu sagen, dass ich dir sage, es ist hundertprozentig eine Honigfalle oder es ist hundertprozentig der richtige Weg. Das ist etwas, was wir selber durchschauen müssen und mit unserer eigenen Souveränität dann dementsprechend auch handeln und oder auch nicht handeln, weil nicht handeln ist auch handeln. Genau. Nicht einer Sache zu folgen. Es zu unterlassen ist auch eine Handlung, richtig. Ja. Genau. Und wir sind ja in der Phase, wo wir sehen, der Irrsinn wächst immer mehr heran. Und meine Überzeugung ist die Menschen sind nicht irrer geworden, die da oben sind, sondern sie folgen einer Agenda mit diesem Irrsinn. Auch ein Biden in Amerika, da bitte ich dich mal selber kurz und auch die Zuschauer mal drüber nachzudenken, was wir von Biden in den letzten 3 Jahren gesehen haben. Das ist doch der Zerfall geistiger Kraft hoch 1000. Also dieser Typ ist doch völlig daneben. Es ist einfach ausgeschlossen, dass man wirklich annehmen kann, dass dieser Mann irgendwelche Entscheidungen trifft. Das ist das eine, ganz klar. Ja. Aber jetzt frag dich doch mal, als Deutscher guckst du jetzt vielleicht nicht so oft darüber, aber als amerikanischer Bürger. Wenn du halbwegs deine Gehirnzellen am Laufen hast, wie kann es sein, dass in 3 Jahren Amtszeit Biden da überhaupt noch Prozente für ihn stimmen? Ja. Oder die Leute nicht schon auf die Barrikaden in Washington gehen und sagen, wir holen jetzt den Typen da aus unserem Weißen Haus. Ja. Müsste doch jeder Amerikaner, der das mitbekommt, was der Mann da macht, der müsste doch in sich selber sagen, ich kann vielleicht jetzt nicht, kann ich nicht stürzen, okay, kann jetzt hier keinen Aufruhr machen, aber wählen kann ich diesen Mann doch überhaupt nicht. Ja. Das ist doch völlig klar. Zumindest das nicht mehr, ja. Auch genau. Wenn ich ein Trump-Hasser war, müsste ich doch sagen, all das, was Trump in seiner Amtszeit gemacht hat und was dieser Mann sagt, hat doch Hand und Fuß im Verhältnis zu dem, was der Biden macht, weil das ist doch völliger Irrsinn. Und das kannst du doch in uns als Spiegel hier in Deutschland genauso sehen. Du kannst auch alle Parteien nehmen. Und die einzige Partei, die halbwegs vernünftige Sachen sagt, ist die AfD. Jetzt gibt es noch den ehemaligen, ich vergesse mal die Politiker, die Namen, Verfassungsschutz. Herr Maaßen. Maaßen, ja. Der jetzt auch irgendeine Alternative. Nein, der ist in der Werteunion. Aber Werteunion, das ist ja, okay, ist auch wieder so ein Zwischending. Ja, aber was er sagt, hat auch Hand und Fuß. Ja, und der weiß viel. Der Maaßen ist nicht ungefährlich für manche Leute. Das außerdem. Ja. Aber ich sage nur, da kommen Sachen zur Sprache, wo du sagst, als, sagen wir mal, noch Wähler, noch Gläubiger in dieser Welt, der noch nicht verstanden hat, dass was dahinter so geschieht, orchestriert ist. Du sagst doch dann als solcher, den kann ich wählen oder die AfD kann ich wählen. Mhm. Für mich kann ich doch jetzt verstehen, dass Menschen, die das System noch nicht durchschaut haben, jetzt mit aller Härte sagen, also bevor ich jetzt diese Irren nochmal wähle, wähle ich die AfD.
Mhm. Für mich sehe ich die AfD anders. Ich sehe auch einen Maaßen anders. Für mich ist das auch wieder ein Auffangbecken möglicherweise, um uns erstmal wieder in eine Richtung zu holen, wo man sagt, ja, das ist Vernunft. Da ist auch Vernunft drin, was gesagt ja. wird. Und dann kann es sein, dass ich da wieder in irgendeiner Ecke lande, wo ich nicht hin will. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe eine schöne Formulierung gelesen, eine neue Karte im gleichen Spiel. Genau. Mhm. So, das heißt, in der Vergangenheit war das auch immer so, wenn wir die Vergangenheit rekapitulieren, dass es immer Auffangbecken gab, die uns wieder aus dieser Ecke in die andere Ecke geleitet haben, aber so, dass wir es nicht verstanden haben. Jetzt ist also die Frage, wie viele Menschen auf diesem Planeten haben schon die Weisheit in sich, das zu durchschauen. Das heißt, die mögliche Honigfalle wirklich zu erkennen. Ich gehe nicht so weit, Hellseher zu sein und zu sagen, ich weiß genau, das ist die Honigfalle, das ist sie nicht. Aber ich kann doch wachsam sein. So wie ich vorhin gesagt habe, schlägt mir einer auf die Linke, achte ich darauf, dass er mir nicht noch auf die Rechte schlägt. Das heißt, die Achtsamkeit ist ein ganz entscheidender Punkt. Umso achtsamer wir Menschen sind, bewusst achtsam und nicht verdrängend, ja. umso klarer können wir auch Dinge erkennen und können dann dementsprechend auch handeln. Weil eine bessere Welt als dieses System, in dem wir jetzt im Moment sind, können wir nicht erlangen durch Führungskräfte, die uns wieder führen. Warum nicht? Weil wir dann wieder zu einer Hammelherde werden. Auch wenn uns als Hammelherde, jetzt mal plump gesagt, das erstmal gefällt, was der macht. Ja, ja. Mhm. Wenn du selber dann wieder zurückfällst und sagst, ach, guck mal, das läuft doch schön. Jetzt läuft es, ja, genau. Der weiß genau den Weg, kann ich wieder zurück in meine Kabine gehen, Champagner bestellen und ein schönes Buch lesen oder einen Film gucken. Genau, und ja. Der wird schon an der richtigen Stelle ankommen. Und das ist genau das Problem. Das ist das Problem. Wir dürfen also keinen Captain. Wir dürfen auch nicht zurücklehnen. Nee. Wenn wir Menschen für uns veranlagen wollen, dass wir das Recht haben, so zu leben, wie wir es wollen, dann müssen wir auch wissen, was wir wollen. Und dann müssen wir auch was dafür tun. Dafür, genau. Das kann nicht sein, dass du in eine Welt geboren wirst, ein Schlaraffenland, und dir fliegen die Honigmelonen. Die gebratenen Tauben, wie es so schön heißt. Ja, ja richtig. Ist ja, schön mal, einen Tag auszuspannen. Ja, aber ich will dir nochmal sagen, das klingt vielleicht für euch lieben Zuschauer oder für manche von euch irgendwie schon wieder so, oh, das ist ja unbequem, anstrengend, nicht zurücklehnen, das ist ja nicht schön. Ja? Im Gegenteil, ich glaube, also für mich kann ich sagen, ich genieße es, ja? Etwas zu tun. Also nicht, ich meine jetzt nicht auch Sachen, die man öffentlich nicht mitbekommt, ja, wo ich aufmerksam bin und ich empfinde es nicht als anstrengend. Guck mal, in meiner Praxis, die ich im Tai Chi mache, darum fasziniert mich das ja auch. Das ist ein spiritueller Weg. Da geht es nicht darum, nur Bewegung zu machen oder daraus eine Kampfkunst zu entwickeln. Das beinhaltet alles. Das ist alles mit drin. Aber der Punkt ist der, nachdem ich verstanden habe, dass ich hier langsam lerne, dass es Energien gibt, die du mit deinem Körper aktivierst, die als Grundenergie aber schon vorhanden ist. Das nennt man im asiatischen Raum Qi oder Qi. Übersetzt Lebensenergie, die durchflutet alles. Aus dieser Lebensenergie kannst du Elektromagnetik machen. Eine expandierende Energie. Das ist die Elektro- und die ziehende Energie ist die Magnetik. Letztlich bist du da bei der Polarität von Yin und Yang. Mhm. Weiblich, männlich. Der weibliche Teil ist empfangend, Magnetik. Der andere Teil ist gebend, expandierend. Das kannst du nutzen in deinem Körper als Heilmöglichkeit. Das Qi, Qigong, bedeutet Qi-Energiearbeit. Da gibt es Qigong-Heiler, die können mit den Energien in deinem Körper arbeiten und heilen dich von innen heraus, nicht von außen. Die Energie musst du aber erstmal in deinem eigenen Körper fühlen lernen, weil die ist da. Es ist nicht so, dass du irgendwo die Energie herholst. Die ist schon da, ja. Ohne Energie würde der physische Körper gar nicht existieren. Aber du lernst,
durch gewisses Training deinen physischen Körper zu entspannen und mehr nach innen zu fühlen, Energie wahrzunehmen. Und dann fängst du an, mit Partnertraining diese Energien zu aktivieren. Und durch den Partner ist dir sichergestellt, dass du nicht in einer Suggestion lebst, Energien zu fühlen, die du vielleicht fühlst, aber die gar nicht da sind, nur du eingebildet fühlst. Richtig. Wenn du aber einen Partner hast, der auf diese Energie reagiert, zum Beispiel du stößt ihn ab oder du ziehst ihn zu dir, ohne dass du deine physischen Kräfte dabei benutzt, und der Partner reagiert darauf, dann hast du eine Resonanz. Das heißt, du erkennst... Eine Bestätigung, wenn man so will. Ja. Du erkennst dadurch, dass das geht. An der Stelle, alle Zuschauer beim Salongespräch live, die da Interesse haben, werde ich das gerne mal vorführen. Ja, ein paar Minuten, da kann auch jeder, der Interesse hat, das mal fühlen. Was ich auch schon mal mit dir gemacht habe. Wir haben es hier schon als Video gemacht, was mich auch sehr beeindruckt hat. Ja, ich habe das auch gespürt. Auf meinen Seminaren mache. Mike, lass mich noch ganz kurz zum Schluss... weil wir das ansprechen wollten, Stichwort, hattest du am Anfang gesagt, Paradigmenwechsel, Zeitenwandel und vielleicht noch für euch, liebe Zuschauer, und auch für mich selbst ein Ereignis oder eine Entwicklung, Afrika. Ja, das ist jetzt nicht gesamt Afrika, der Kontinent, der sich da jetzt irgendwie erhebt, ja, um Gottes Willen, soweit sind wir noch nicht, aber Mali, Niger und Burkina Faso und schmeißt wirklich die Kolonialherren raus. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Am Flughafen, wenn die Franzosen mit Au revoir, die sprechen ja alle Französisch da unten, verabschiedet. Die hauen da wirklich, also teilweise fluchtartig ab. Genauso wie die Amerikaner übrigens auch. Und Stichwort Wandel. Da passieren Sachen, die vor 10 Jahren nicht passiert wären. Ja, gerade mit den Amerikanern, die Newland, die da als stellvertretende Außenministerin der USA dahin geschickt wurde, um da, die da irgendwie einzufangen, ja, wieder und zu sagen, jetzt bleibt mal vernünftig. Der wird gesagt, nee, wir wollen euer Geld nicht und unseren jetzigen Präsidenten kannst du auch nicht sprechen und den bisherigen, der im Hausarrest sitzt, auch nicht. Das wäre vor 10 Jahren, sagen amerikanische Politbeobachter, unmöglich, undenkbar gewesen. Ja, hätten die Afrikaner sich nie getraut, nie gewagt, weil die Amerikaner gleich gesagt hätten, wie bitte? Und die Afrikaner, das ist jetzt, wird jetzt nicht innerhalb von einem Monat so sein, aber diese Entwicklung zeichnet sich ab, dass die langsam mitbekommen. Und ich muss sagen, auch für mich ist es teilweise eine Neuigkeit, wenn man so will. Wir regen uns selber über die Entwicklungshilfe auf, ja, also nicht nur von Deutschland, auch aller anderen westlichen Länder. Aber wenn das bei Deutschland ist es jetzt nicht so der Fall, aber gerade bei Frankreich zum Beispiel ist es eigentlich ein totaler Witz, ja, diese Entwicklungshilfe, weil sie holen viel mehr raus, immer noch bis heute aus dem Land, als was sie an Entwicklungshilfe einzahlen. Deutschland hat ja nicht diese Kolonietradition wie andere europäische Staaten, aber die Afrikaner sagen, wir lassen uns nicht mehr hier ausbeuten. Ja, es ist ja immer noch Kolonialisierung, wenn man so will, und die hört jetzt erst richtig, also jetzt fängt es an, richtig aufzuhören. Passt alles in das rein, was wir gesagt haben, dass etwas geschieht, ob Honigfalle oder nicht, es geschieht. Ja. Und die Dinge werden auch weiter sich beschleunigen, das sehen wir schon die ganze Zeit. Und es gibt für mich keinen Lichtblick, dass ich sage, einen Grund, warum sich das jetzt entschleunigen sollte. Nee, sehe ich auch nicht. Es beschleunigt sich weiter und weiter und weiter. Und darum sage ich auch, all die Dinge, so wie du sie gerade beschreibst, passieren noch viel mehr global gesehen, als uns das jetzt bewusst ist, weil wir nicht den Nachrichtenüberblick weltweit haben. Genau, gar nicht wissen können alles. In jedem Detail, da passieren mit Sicherheit noch viel mehr Dinge. Selbst wenn du in den Busch gehst, werden da auch Menschen schon anders reagieren als noch vor ein paar Jahren. Mhm. Das ist meine Vermutung. Aber nochmal zurück zu dem, was ich gerade gesagt hatte, als ich Biden erwähnt hatte oder unsere Politiker. Guck mal, ein Biden, wenn du den siehst, als er noch Vizepräsident war bei... Unter Obama. Da war das ein anderer Mensch. Mhm. Der viel klarer gesprochen. Darum,
Dieser Verfall war auch brutal. Ja. Ja, dass sie ihn in die nächste Wahl da reingeschickt haben. Da war der noch nicht so durchgeknallt wie in dem Zeitpunkt, als er angefangen hat, in dieser Wahl aktiv zu sein, ja, bei der Wahl. Noch nicht gewählt, aber noch innerhalb der Wahl. Da war doch schon der Verfall wahrnehmbar. Und trotzdem haben sie ihn da reingeschickt. Das muss man überdenken. Ein vernünftiger Mensch, der sagt, eins ist doch klar, guck mal, wenn überhaupt, ist Obama noch der die Fäden hinter ihm zieht. Und auch ziehen sollte. Also gut, aber er ist auch nur eine Marionette, die... Und Obama ist auch nur eine Marionette. Aber ja, er ist trotzdem so der Puffer dazwischen, wenn du es so willst, ja, der das Ganze noch vom Verstand her steuert. Aber doch nicht der Biden. Und wenn du vom Verstand her so clever bist, dass du so einen Menschen da reinsetzt, dann weißt du doch, da stimmt was nicht. Den kann ich doch nicht da reinsetzen. Den kann ich doch jetzt nicht in die Präsidentschaft holen, in das nächste Jahr, wenn der schon so schlecht beieinander ist. Wenn der so zerfällt, wo die Menschen das mitbekommen. Wenn die Menschen es nicht mitbekommen würden, dann wäre es ja okay, wenn du den versteckst. Ja, oder wenn er noch in der Öffentlichkeit bei seinen kurzen Auftritten noch einen vernünftigen Eindruck macht. Ja, sowieso. Dann hast du ja wieder jemand, der noch vernünftig erscheint. Aber ist doch nicht so. Null. Natürlich. Also da erkennst du doch schon, dass da was läuft. Weißt du, was mir jetzt noch gerade einfällt? Es ist zwar jetzt sicherlich anders gelagert, aber das hattest du mal erwähnt. Eine Parallele gibt es schon mit der Baerbock. Ja. Das habe ich auch manchen Leuten gesagt. Kannst du dich erinnern, habe ich gesagt, dass als die Baerbock Parteivorsitzende war und noch nicht Ministerin und nix, dass die da solche Aussätze hatte? Kann ich mich nicht erinnern. Ja, sie hatte schon welche, es gab da schon ein paar kleine, aber solche, was jetzt, seitdem sie in der Bundesregierung, seitdem sie Ministerin ist... Aber das kannst du durch die ganze Politik doch sehen, Robert. Thomas, die ganzen Geschichten, die wir hier im Moment wahrnehmen, die kannst du noch in Kategorien schlimm, schlimmer, noch schlimmer und am schlimmsten setzen. Aber da ist doch nichts mehr Vernunft. Das ist doch bei keinem mehr, das stimmt, ja. Ja, und jetzt wird doch auch noch deutlicher. Guck mal, bei den beiden wird ein Ding nach dem anderen rausgezogen gerade. Da gibt es Untersuchungsausschüsse en masse. Gleichzeitig wird das im Mainstream nicht gezeigt, aber in den alternativen Mainstream, den alternativen, die schon Mainstream-like sind von der Anzahl der Zuschauer, da wird es gezeigt und das geht in die Bevölkerung. Dieses ganze korrupte Theater um ihn herum wird auch immer breiter gefächert, auch wenn es noch nicht im Mainstream erwähnt wird, bewusstermaßen. Das siehst du aber hier in Deutschland auch, wenn du jetzt einen Scholz nimmst. Der hat doch jetzt schon wieder einen Skandal an der Backe. Mit dem LNG, ja. Wo es um Millionen geht. Mhm. Hunderte von Millionen. Ich weiß nicht, vielleicht sogar Milliarden. Genau, die Summe kenne ich jetzt nicht. Aber da ist doch auch wieder deutlich, wenn so ein Mann bei einem Untersuchungsausschuss dann gefragt wird, was war, und er sagt, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Dann kommt die nächste Frage, ja, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Wenn jemand also so senil ist, dass er sich an so signifikante Dinge nicht erinnern kann, wie kann er dann Bundeskanzler werden? Dann ist er doch senil. Das ist doch wie Biden. Verstehst du? So, das ist doch eine Offensichtlichkeit. Ja, aber da sind wir wieder dort am Anfang des Gesprächs, und zwar, dass noch genug Leute das nicht mitbekommen in den alternativen Medien, sondern in der Tagesschau das nicht so deutlich herausgearbeitet wird. Meiner Meinung nach deutlich genug für einen, der einigermaßen wach ist. Für jemand, der verdrängt und schläft, ist es dann wieder irgendwas, was... Ja, darauf setzen die aber noch. Das ist die Frage, Thomas. Das ist die Frage, weil wir wissen ja nicht genau, welche Agenda dahinter steckt. Ja, man kann, also entweder sie setzen darauf noch oder sie sind praktisch beauftragt, sich selbst aufzulösen. Ja. Ja, das ist ja das, was ich meine. Ja. Das ist doch dieser Prozess. Das sind diese zwei Wege, ja, genau. Untersuchungsausschüsse gab es doch en masse in der Politik. Alle ohne Ergebnis. Weltweit und in Deutschland auch. So, du siehst doch, wenn es einen Untersuchungsausschuss gibt, wie zum Beispiel damals bei, wie hieß der denn jetzt nochmal, wegen Plagiat, seine Doktorarbeit. Gutenberg. Zu Gutenberg. Ja. Genau. So,
Da ist doch klar, da kam Untersuchungsausschuss und dann war der weg. Da ist er zurückgetreten, genau. Ja. Mhm. Das war gewollt. Der sollte zurücktreten. Mhm. Kommt ein Untersuchungsausschuss bei Merkel oder bei Scholz oder sonst Lauterbach, dann bleiben die. Da kannst du Untersuchungsausschüsse machen ohne Ende. Da kommt nie was bei raus. Das ist doch aber in der Vergangenheit schon immer so gewesen. Bei dem einen macht's Klick, der ist weg. Und bei den anderen passiert nichts, obwohl die, überleg mal, ein Plagiat wegen einer Doktorarbeit, weil da irgendwas abgeschrieben war. Die Verhältnismäßigkeit zu jemand, der einen Milliardenskandal an der Backe hat, wo die Steuergelder der Bevölkerung verhökert wird und er dabei Geld verdient. Veruntreut, ja. Ja. Und der bleibt. Die Verhältnismäßigkeit. Ja, es gibt aber auch noch... Unser Rollstuhlfahrer. Ja. Mit seinem Aktenkoffer. Mit so und so 100.000 Mark, ja, ich weiß. Aber es gibt aber auch noch, das werden die Zuschauer jetzt würden wahrscheinlich in die Kommentare schreiben, es gibt aber noch ein Zwischending. Es gibt auch noch die Giffey, die als Bundesministerin zwar zurücktreten musste, wo man denkt, okay, sie ist weg, aber sie wurde dann regierende Bürgermeisterin von Berlin. Ja, das ist ein anderer Weg. Dann hast du aber gesehen, das System wollte sie erhalten und wollte sie dann nur dahin packen. Genau. So, ja. So ist es doch mit Lagarde und anderen. Sind doch von allein, allen. Das sind doch alles Menschen, die kriminell hochkriminell. Hochkriminell. Das System ist ja hochkriminell. Richtig. Und da kannst du nur drin sein und was werden, wenn du selber hochkriminell bist. So ist es. Du kannst doch nicht Mafia-Boss sein, wenn und du anfängst, darüber einen Priester zu machen. Ja. Der Priester ist auch Mafia. Also auch, ja, also gut, meine ich, einer, der ist also, wirklich noch, ja, okay, hast recht. Ich will ja nicht jeden Priester jetzt hier über einen ja Zaun ziehen, da gibt es bestimmt Menschen, die das von Herzen aus. Aber den Sanftmütigen und... da kannst du dich nicht hinsetzen und sagen, so, jetzt fangen wir an, das Geld zu verteilen an die Armen. Dann sagen die da unten, nicht lange mehr Boss, hast du eine ja Weise, wir gehen mit der Pistole zu dem Einzelhandel und sagen, komm, gib uns mal so und so viel Schutzgeld und du schippst das oben wieder den Arm, warum wir gar nicht erst da hingehen. Macht doch keinen Sinn. Ja. Das ist ein gutes Bild, ja. Ja, das ist Mafia. Mhm. Auf einem viel höheren Niveau. Mhm. Mhm. Wenn du so willst, ist die Mafia, die weltweit so dargestellt wird, ist nur eine kleine Unterabteilung. Da gibt es doch noch das Bonmot, ja, zum Schluss. Habe ich auf Twitter gelesen, hat einer geschrieben, also, wenn ich es mir aussuchen könnte, die Mafia wäre jetzt gar nicht schlecht im Vergleich zu dem, was momentan läuft. Die nehmen nur 10%, ja, sind loyal, ja, wenn du bezahlst, ja, belügen dich noch, nicht, sagen dir klar, was Sache ist. Kommen sogar noch und helfen dir. Also wir könnten wirklich sagen, also unter der Mafia wird es uns besser gehen. Ja. Ja, genau, wenn wir keine Steuern mehr zahlen würden, alles gut. Wir zahlen gerne die 10%. Oder halt nur 10%. Und ja, werden noch beschützt. Ja. Genau. Ja, aber so ist es. Ja, so leben wir momentan. Überleg ja mal, der Irrsinn, in ja dem wir sind. Also jetzt, damit wir das Gespräch auch beenden können, nochmal zum Punkt, um die Positivität der Wahrnehmung, die ich habe, nochmal nach außen zu tragen. Wir alle, jeder von uns, ist ein Teil des Ganzen. Und die Kraft, die jeder von uns hat, ist die innere Kraft, die aus unserem Geiste kommt. Verbunden mit unserer Herzenergie. Und wenn wir wieder in uns selber Ruhe finden und uns selbst wieder als etwas erkennen, was weit über die physische Kraft, Muskelkraft und Körper hinausgeht und uns mit der göttlichen Vernunft wieder verbinden und mit den Naturgesetzen verbinden, und uns darauf einlassen und die auch akzeptieren und respektieren. Ja? Und daraus lernen und bewusst damit arbeiten wollen. Da unsere Arbeit reinzustecken. Egal, was mein Job ist, dass ich es nicht mehr als Job sehe, um jetzt Geld zu verdienen, in Anführungszeichen nur Geld zu verdienen, sondern dass ich etwas mache, was mir Freude macht. Ich habe das schon oft genug erwähnt. Es gibt Menschen, die arbeiten vielleicht als Kassierer, haben aber noch nie in sich selber richtig reingehört, dass sie vielleicht viel mehr Spaß hätten, wenn sie Gärtner wären oder irgendeinen anderen Beruf machen würden, wo sie einfach das, was sie machen, fühlen. Ganz genau. Mhm. Ja, ein anderer wird vielleicht Koch
und sagt, Mensch, ich habe ja gar nicht gewusst, dass Kochen so viel Spaß macht. Umgang mit Lebensmitteln und so weiter, ja. Mhm. Ja, und dann wird aus Spaß Freude, weil du damit was erreichst. Und da ist der Punkt, den ich meine, dass in uns viel mehr verankert ist, als uns klar ist, weil wir uns zu viel von Äußeren beeinflussen lassen und jetzt vielleicht schnell irgendwas machen, weil wir das erreichen wollen. Ja, ich will jetzt jung noch ein Auto haben als junger Mann und sage, ja, aber jetzt, wenn ich den Job hier mache, da komme ich schneller an das Auto. Dann mache ich ja das, was ich mache, nicht was ich mache aus dem Grund, weil ich es gerne mache, sondern weil ich das Auto will. Das ist dann Arbeiten, um zu leben? Ist ein legitimer Fakt, den man sich geistig vorstellen kann, aber ist nicht der Weg, der dich zu Freude führt. Mhm. Sondern das ist auch wieder nur ein Weg für den Umstand, das haben zu wollen. Aber das tun zu wollen, was du kannst und aus dem heraus auch zu lernen, dass du damit auch Dinge erschaffst, die dir dann auch ein Auto bringen. Vielleicht sogar ein viel besseres. Mhm. Mhm. Oder sogar ein zweites. Das ist eben diese Erweiterung der eigenen Vorstellungskraft auch, dass das vielleicht sogar zu kurz gesprungen ist, dieser Gedanke, okay, ich nehme diesen unangenehmen Job, da verdiene ich mehr, aber dann habe ich schneller das Darum Auto. Darum hast du in dem ja. System auch die Ungerechtigkeit. Früher hieß das ja noch Beamtentum. Ja? Ein Beamter ist doch den sicheren Weg gegangen. Rente genau. auf sicher. Eine Pension war doch viel höher als eine Rente. Mhm. Wenn du erstmal deine Zeit da hattest, dann konntest du Beamtenlaufbahn 1, 2, 3, ich weiß nicht, was es da alles gab. So heute ist das im Prinzip nicht anders. Wenn du als Polizist anfängst zu arbeiten, ist doch heute die Frage, machst du das wirklich, weil du dem Menschen dienen willst? Weil das sollte ein Polizist tun, der sollte ein Diener des Volkes sein, ein Beschützer, ja, für das Volk da sein. Oder macht er es, weil er damit Vergünstigung hat, Sicherheiten. Du kannst einen Kredit aufnehmen als Polizist, wenn du die Laufbahn da hast, weil die Bank gibt dir einen Kredit alleine durch den Job, den du hast da als Polizist. Als Beamter, ja. Dann fängst du an, dir ein Häuschen zu bauen und dann bist du in dem Ding drin. Dann hast du ein Problem, den Beruf zu wechseln. Weil du nicht weißt, wie willst du die Sicherheit weiter besichern mit einem anderen Beruf. Und da ist ein Großteil... Ist dann ziemlich jeder, verhaftet, ja. Mhm. Ich sage nicht jeder, aber ein Großteil der Menschen, die diesen, ich sag mal dazu, Job, ja, für mich ist das kein Beruf, diesen Job nehmen, Beruf wäre es, wenn es eine Berufung ist, wenn es wirklich jemand ist, der Menschen helfen will. Ja. Damit will ich jetzt die Menschen nicht schlecht reden und sagen, ja, das sind alles Bösewichte. Lohnknechte, ja. Ja, also Bösewichte, dass sie was Böses wollen. Ja. Ich will das nicht jetzt ins Gegenteil verdrehen. Aber die Frage ist, die sie sich selber stellen müssen, was ist der Grund? Ist es das Angebot? Und das ist das System, das gibt dir diese Angebote. Klar, das, diese Zuckerbrot muss es ja geben. Ja, so logisch. Wie es damals schon im Römischen Reich die Soldaten gegeben hat oder die Prätorianer, die dann bevorzugt waren, weil sie den Kaiser geschützt haben, die haben dann Saus und Braus leben können. Gut, mein Lieber. Liebe Zuschauer, lieber Mike, nochmal der Hinweis auf das Salongespräch live. Die Termine findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Auf mehr Ansehen klicken, dann klappt es auf. Ich sage es immer wieder, weil es vielleicht auch neue Zuschauer nicht so kennen. Und auch nochmal der Hinweis zum Buch Illusion des Spielzeug der Wahrheit. Und wenn ihr Interesse habt am Salongespräch live, da seht ihr die Termine, seht ihr die Orte. Ich habe es übrigens auch nochmal auf meiner Netzseite auch nochmal veröffentlicht, eine eigene Seite gemacht mit den Terminen und der Kontaktmöglichkeit. Ja, und dann freuen wir uns auf nächste Woche. Mike, in diesem Sinne, danke dir, liebe Zuschauer. Dank euch und Servus. Tja, mir bleibt auch nur zu sagen, ich danke dir, war wieder sehr angenehm und alles Gute für die Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.